Oh mein Gott, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Rune Factory 5. Ich habe schon so lange auf den Release gewartet und nun ist es endlich soweit. Wir können es endlich spielen. Ich möchte mich erstmal nochmal ganz kurz entschuldigen, dass die letzten Tage keine Videos von mir kamen. Ich habe mich ein wenig für Rune Factory 5 aufgespart. Ich wollte jetzt kein neues Projekt starten, denn ich möchte mich jetzt ganz auf die kommenden Projekte konzentrieren, wie zum Beispiel das hier. Und ja, ich rede mal nicht so lange, wir fangen einfach mal an. Also ich hatte ja schon mal auf Japanisch angefangen gehabt, aber die Sprachbarriere war am Ende doch zu groß, da es natürlich auch sehr viele Quests und Story-Inhalte gibt und das Spiel nicht ganz so Gameplay-lastig ist, wie es zuerst den Anschein hat. Und ja, nun folgt das komplett auf Deutsch basierende Let's Play. Ich freue mich schon und ja, los geht's. Oh je. Ah! Also, das habe ich jetzt gut vorgelesen. Hm? Ein Schrei? Ein Mädchen, ich muss dir helfen. Das ist meine Chance, eine Heldin zu sein. Du bist genau die richtige Frau am falschen Ort. Als weibliche Charakter weiterspielen. Mit Nein kannst du neu auswählen. Ich möchte mit einem weiblichen Charakter weiterspielen. Ich war wohl ohnmächtig. Die Grafik ist echt cute. Was ist passiert? Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Man kennt's ja, ne? Das gute alte Schema, dass man sein Gedächtnis verliert. Oh, wie sie zittert. Ein Monster? Okay, beweg dich nicht. Ich beschütze dich. So, das wird, denke ich mal, der Tutorial-Kampf wieder am Anfang. Ich habe es ja auch schon ein, zwei Mal gespielt. Wie ging das schon hin? Ich bin sehr optimistisch. So, zuerst muss ich eine Waffe ausrüsten. Okay, mit der L-Taste. Wo ist L? L ist da. Dann muss ich nur mein Breitschwert auswählen und mit dem Y-Knopf drücken, um es auszurüsten. Das geht mal schon hin. Da. Oh, ich muss es vorher noch auswählen. Okay. Jetzt muss ich mich den Gegner mehr nähern und den B-Knopf drücken, um es anzugreifen. Okay, und wenn ich nicht... Okay, ja, er war... Wieso funktioniert er nicht? So gerade mit R? Nö, geht irgendwie nicht. Aber das Volley ist ja geduldig mit mir. Komm, wir verprügeln uns einfach mal ein bisschen. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Kann mir jemand sagen, was mit R, mit dem R-Knopf war? Also gut, wir haben es. Alles in Ordnung bei dir? Ja, also ich. Oh. Oh nein, ganz viele Flatteradatsche. Ich nenne sie jetzt einfach mal so. Pass auf! Oh nein. Okay. Gegen die müssen wir jetzt auch kämpfen. relativ naheliegend. Ich glaube, ich werde auch wieder die Doppelklinge nehmen. Die mochte ich schon im vorigen Rune Factory-Teilen eigentlich auch immer am meisten. Das sind ja zwei. Wen soll ich zuerst angreifen? In solchen Momenten kannst du den... okay. Es kommt nochmal. Ach, auf den R-Stick draufdrücken. Also nicht die Schultertaste, sondern den R-Stick selbst. Jetzt verstehe ich es. Auch schon so lange her. Okay, um feindlichen Angriff mit einem Sprinter zu entgehen. Okay, soll ich angegriffen werden? Kann ich die R-Taste benutzen? Also, achso, um zu dashen, so, okay. Und so kann ich, wenn ich, ja, ist halt eben irgendwie doof, wenn das nicht extra erklärt wird, was jetzt da, wann ich in den Analogstick reinklicken muss und wann die Schultertaste gemeint ist. Es gibt so viele R-Tasten. Insgesamt gibt es ja drei. Und dann nochmal mit dem Steuerkreuz noch mehr. Oh mein Gott, du bist verletzt. Das ist nicht schlimm. Krass, unser Protagonist kann reden. Egal, wir müssen hier verschwinden, komm. Oh. Ich muss sagen, ne, Grafik ist schon besser als bei Pokémon Legends Arceus. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, Kombo-Angriffe. Leg eine Waffe an und drücke mehrmals den B-Knopf. Ach ja, die Kombo-Angriffe gibt es auch wieder. Wird man wahrscheinlich wie bei Rune Factory 4 auch so ein bisschen hochleveln können, wenn man viel mit einer bestimmten Waffe kämpft. Wir werden schon sehen. Wir werden uns da schon irgendwie noch reinfitzen, denke ich mal. So.
Ah, sind wir zu Hause angekommen. Das müsste Priscilla sein. Ob sie für uns betet? Ich weiß es nicht. Every journey begins with a single step. So cute. Hat sogar eine englische Sprachausgabe. Gefällt mir gut. Ah ja. You can do it, Priscilla. You can do it, Priscilla. Ja, Priscilla hatte ja das Problem, dass sie Angst hat, das Dorf zu verlassen. Also, anscheinend muss ja was passiert sein in ihrer Vergangenheit. Und naja, jetzt kommen wir aber erstmal angewatschelt. Eine Stadt. Ja. Ach, geschafft. Oh nein. Gut, wir haben anscheinend unser Gedächtnis verloren, sind in diesem Wald aufgewacht und haben einfach mal ein zufälliges Mädchen, was uns über den Weg gelaufen ist, gerettet. Was man halt eben so macht. Uff. Und sie hat sogar einen Fuchsschwanz. Voll cute. Also einen Schwanz generell. Haben sie uns jetzt in der... Habe ich jetzt andere Klamotten an? Ja, she's awake. Sie ist wach. Okay, jetzt wird ihre Mutter. Das ist aber nicht ihre Mutter. Hi. Murakumo, du hast Tina und Priscilla halb zu Tode erschreckt. Oh, der hat eine süße Stimme. Die ist aber sehr jung. Ich hatte irgendwie gedacht, dass er eine männlichere, ältere Stimme bekommt. Ich habe gehört, meine Nichte wurde hier reingetragen. Hm? Ah, okay, verstehe. Ach, Onkel Kumo. Ach, süß. Hina, alles okay, meine Kleine? Jetzt schon, dank meiner Heldin. Oh. Wie, ach du, ach, wie kann ich das hier wieder gut machen? Oh. Die kenne ich auch noch. Genau, sie ist die Ärztin. Ich glaube, sie ist gleichzeitig auch die Bürgermeisterin, wenn ich mich richtig erinnere. Hey, was machst du denn da mit meiner Patientin? Hey. Hi, Mom. Ich wollte dich gerade holen. Und anscheinend ist ja auch Lucys Mutter. Ah, naja, jetzt bin ich ja hier. Ich bin town's doctor und also its mayor. Ah, also it's Mayor. Okay, sie ist quasi, ja, wie ich es bereits sagte, die Bürgermeisterin und gleichzeitig auch die Dorfärztin. Und sie heißt Simone. Okay. Also, wie fühlst du dich? Hast du Schmerzen? Nicht wirklich. Eigentlich fühle ich mich ganz gut. Auch keine halben Stellen? Nichts? Okay, alles gut. Ich habe das Gefühl, dass ich irgendwie reinrede. Ich möchte natürlich auch nicht so viel plappern. Wenn du sprechen kannst, würde ich dir gerne ein paar Fragen stellen. Zuerst einmal, wie heißt du und wann hast du Geburtstag? Das ist das Erste, was man fragt. Wann hast du Geburtstag? Alice nennen wir uns nicht. Nein. Ich will Alice. Alice möchte ich gerne ändern. Ich habe einmal zu viel B gedrückt. Wir sind wieder mal Yume. Nicht Yume, sondern Yume. So. Bestätigen, ja. Und wir haben... Ach, hier diese Rubis oben. URL. Nein, das steht für Urlaub. Das sind quasi... Sie haben hier wieder eine 6-Tage-Woche. Das ist irgendwie so ein typisches Home Factory-Ding, dass da die Wochen nie 7 Tage, sondern immer nur 6 Tage haben. Ist natürlich praktisch, weil so alles besser teilbar ist. Also sollte jeder Monat halt eben genau... 5 Wochen. Und es geht auch immer gleich beim ersten dann los. Das ist ganz praktisch. Du hast immer direkt den Montag oder den Urlaubstag dann immer, hast immer die 1 drauf. Das finde ich eigentlich für die Übersicht ganz interessant. So, und ja, der 11. Das wird immer ein Donnerstag sein. Immer. Okay. Nehmen wir den. Ah, nicht den Herbst. Nein. Ich wollte den Sommer. Yeah. So, das ist jetzt richtig. Ich bin ziemlich sicher, dass ich Yume heiße und mein Geburtstag ist am 11. Sommer, glaube ich. Hm, und deine Heimatstadt? Wo kommst du her? Ich, Tut mir leid.
Ich kann mich nicht erinnern. Du scheinst unter Gedächtnisverlust zu leiden. Ich fürchte, deine Symptome deuten auf einen Fall von Amnesie hin. Das klingt nicht gut. Das klingt aber sehr rumfactual-isch. Leider nicht. Amnesie ist ein ernstes Problem. Ich hatte noch nie eine Person getroffen, die ihr Gedächtnis verloren hat. Können wir nichts dagegen machen? Ich finde auch die 3D-Modelle, die sehen so schön aus. Das ist... es ist so toll. Die steigern sich vielleicht alle rein. Was soll ich jetzt machen? Ich sollte gehen, bevor ich noch mehr Unruhe stifte. Also tschüss. Oh, die 3D-Modelle sehen so toll aus. Ich muss es wiederholen. Danke, dass ihr euch Sorgen macht. Aber es geht mir gut, wirklich. Ich mache mich jetzt lieber auf den Weg. Mach dich nicht lächerlich. Du kannst bei meiner Familie übernachten. Was soll das? Hinas Heldin übernachtet bei mir. Schluss mit dem Unsinn. Sie ist meine Patientin. Sie bleibt unter meiner Aufsicht. Du wirst doch nur einen Fall von Amnesie untersuchen. Natürlich nur zu ihrer Sicherheit. Und für die Wissenschaft. Ich verstehe ehrlich gesagt gar nichts. Sie streiten sich gerade drüber, wo ich übernachten darf. Das ist voll süß. Stell dich nicht so an. Ist es nicht offensichtlich? Sie streiten sich, was ich aufnehmen darf. Ja, gut, bis, Lucy, fasst es nochmal gut zusammen. Wie kann man nur so leichtgläubig sein? Ihr wollt eine komplett Fremde zu euch nach Hause einladen. Ach, sie könnte ein Wolf im Schafspelz sein. Oh, Lucy ist ganz schön sass. Also sie findet uns sass. Keine Chance. Für mich hat ein gutes Herz. Oh, danke, Hina. So sehr ich auch geneigt bin, Hina zuzustimmen, hat meine Tochter nicht Unrecht. Oh, ich weiß, Lucy. Tut mir leid, falls ich übersteuern sollte. Sei so lieb, bringe Yume zum Büro des Feldhauptmanns. Ach, die Seelensphäre lügt nicht. Die Prüfung wird uns viel über ihren Charakter verraten. Hey, warum ich? Ich habe euch doch gewarnt. Tja, ich will nichts dagegen, dich hinzubringen. Wirklich? Klar doch, das Büro des Feldhauptmanns ist im Erdgeschoss. Vielen Dank. Okay, jetzt soll eine mystische Sphäre darüber entscheiden, ob unser Herz gut ist oder nicht. Ich habe da schon so eine Ahnung, was rauskommt. Wartet, ich komme mit. Was verpassen will, muss ich dann wohl auch nicht. Ach, sind sie nicht süß, die Charaktere. Ich kann es kaum erwarten, sie alle näher kennenzulernen. Kamerasteuerung. Bewege die Kamera mit dem R-Stick. Du kannst auch die Geschwindigkeit und Invertierung der Kamera anpassen. Das können wir ja dann später machen. Das Kameramenü kannst du mit dem Plus-Knopf öffnen. Ja, ich gucke mir das erstmal an. Ach, das sind die Speicherpunkte. Also ich kann halt eben bei den Büchern, zum Beispiel bei mir zu Hause speichern oder unterwegs bei den Büchern, die da so rumschweben. Man sieht es ja dort angezeigt. Also das ist auch Maroon Factory 4 auch sehr ähnlich gewesen. Gut, ist eigentlich alles relativ selbsterklärend. Der Ort, an dem das nächste Ereignis stattfindet, wird dir übrigens auch auf der Minikarte angezeigt. Okay. So, ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus in der Kamera. Nehme ich so, denke ich. Finde ich gut, gefällt mir. Stimmt's? Das Büro des Feldhauptmanns ist die Treppe runter und dann rechts. Los, komm in die Gänge. Okay, ich bin da schon dabei. So, hallo Lucy. Priscilla, Lucy war die oben. Mein Fehler. Das Büro des Feldhauptmannes ist gleich hinter dieser Tür. Dann. Oh, wie cute. Hauptmann Livia. Oder Livia? Livia. Nimm Livia. Entschuldigung, Hauptmann Livia? Ja? Ja? Oh, du bist es, Priscilla. Möchtest du etwas melden? Sie ist so cute. Wir sind hier, um Yume mit der Seelensphäre zu prüfen. Yume? Ah, du bist also endlich wach? Dieses Kind ist der Feldhauptmann? Ja. Ach, sie leitet das Silo, den Außenposten Rickbarf von Seed. Wer ist Rickbarf? Was ist Seed?
Du kannst wenigstens versuchen aufzupassen. Lucy, behave. Ah, this town is called Rickbuff. Ja, okay, die Stadt hier, in der wir leben, heißt Rickbuff und sieht es eine Organisation, die uns vor Monstern beschützt. Und das Gebäude, in dem du gerade stehst, ist der Außenposten Rickbuff, auch bekannt als Silo. Die Sachen, die du anhattest, waren total zerrissen, also waren wir so frei, dir eine Siduniform zu leihen. Oh, danke. Sieht cool aus. Kapiert? Ja. Danke für die Aufklärung. Naja, ist schon okay. Okay, wir sind in Rickbuff. Also, wo kommst du her? Was führt dich zu unserem kleinen Abschnitt des Grenzlandes? Ehrlich gesagt, kann ich mich nicht erinnern. Und was heißt das genau? Sie hat angeblich Amnesie. Deswegen möchten wir sie mit der Seelensphäre prüfen. Hm, verstehe. Na dann, mach mir mal Tachi-Tachi. Wenn das so ist, dann steckt die Hand aus oder streckt die Hand aus zum Kristall. Okay, ist das eine gute Idee? Ich hab dich im Auge. Mach bloß keine Dummheiten, verstanden? Oh, okay. Dieser riesige Kristall ist die Seelensphäre. Ist ihr Glitzer nicht wunderschön? Ja, bezaubernd. Diesem Ding? Streichel, streichel, streichel. Was? Was passiert da? Die Gerunen geraten fast außer Kontrolle. Das kann nur eins bedeuten. Es reicht. Weg da! Alles klar? Das war überraschend. Was ist denn passiert? Wer oder was bist du? Das würde ich ja auch gerne wissen. Was ist los, Feldhauptmann? Das ist kein gewöhnliches Ergebnis. Normalerweise leuchtet die Seelensphäre doch schwach, oder? Hauptmann? Ja, genau. Ganz ruhig, ihr zwei. Ach, sie ist nicht gefährlich. Genau genommen. Ach, egal. Wichtig ist nur, dass die Seelensphäre nichts Verdächtiges festgestellt hat. Yumi ist blitzsauber. Yes, ich bin sauber. Ich hab geduscht. Puh, ein Glück. Ja, ich bin auch erleichtert. Ehrlich gesagt, bin ich ziemlich überfordert hier. Was ist denn eine Seelensphäre? Die Seelensphäre ist, naja, was eigentlich? Meine Mutter hat gesagt, dass sie das innere Licht einer lebendigen Seele misst. Was auch immer das heißt. Wenn man die Hand ausstreckt, verrät sie eine Menge darüber, wer du bist. Ach, stimmt's genau, oder, Hauptmann Livia? Ja, das fasst es ganz gut zusammen. Ich frage mich, ob sie wirklich ein Kind ist. Ich meine, sie scheint eine Elfe zu sein, jedenfalls laut dem 3D-Modell, und die altern ja langsamer. Vielleicht ist sie älter, als man denkt. Als man glaubt. Entschuldigung für das Stolpern meiner Stimme. Die ist manchmal sehr laut. So, keine Ahnung, was da los ist, ne? Was noch viel wichtiger ist, Yumei, wenn du nichts anderes vorhast, hätte ich etwas Arbeit für dich. Unsere einzige diensthandhabende Hüterin ist im Sieb-Hauptquartier, also sind wir etwas unterbesetzt. Ach, das ist doch noch nett ausgedrückt. Wir sind so unterbesetzt, dass wir Überstunden machen mussten. Ach, und wir sind nur Freiwillige. Interessiert? Die Stelle käme mit Unterkunft und Verpflegung. Oh, das ist natürlich krass. Keine Ahnung, ein paar Monster zu verscheuchen ist eine Sache, aber eine ganze Stadt zu beschützen, das klingt nach viel. Oh, Cecile. Feldhauptmann! Ja? Was gibt's, Cecile? Wir haben hier ein Mysterium, Hauptmann Livia. Oma Yukis Brille ist wie weggezaubert. Ja. Hat sie wieder ihre Brille verlegt? Nein, Hauptmann. Sie hat sich in Luft aufgelöst. Das ist ein ernster Vorfall. Aha, okay, okay. Kümmere dich um Lucy. Was? Ich schon wieder? Komm, Lucy. Beeil dich. Wir müssen den Tatort untersuchen, solange er unberührt ist. Oh, oh Mann, die arme Lucy.
Ich glaub's nicht. Wie genervt sie ist. Das klang ja ernst. Es passieren immer seltsame Dinge, wenn unser kleiner Detektiv Cecile in der Nähe ist. Das geht hier im Hinterland als Mysterium durch. Cecile ist so ein bisschen, wie hieß sie nochmal? Ich hab schon vergessen, wie ihr Name war. In Rue Factory 4, da hatten wir auch eine Detektivin. Ich habe ihren Namen gerade vergessen. Oh nein. bitte lyncht mich nicht. Brickbuff ist nur ein verschlafenes Nest, in dem nichts passiert. Sobald du dein Gedächtnis wieder erlangt hast, kannst du gehen. Aber fürs Erste brauchen wir jede Hilfe, die wir kriegen können. Okay. Ja, also okay, ich bin dabei. Ausgezeichnet, willkommen im Team. Also dann suchen wir dir mal Arbeit. Priscilla, lass unsere neue Rekrutin ein bisschen im Feld trainieren. Und mit Feld meinst du Landwirtschaft. Wie man sieht, sind Selbstversorger. Du fängst auch nur im Feld an. Danach ist viel Luft nach oben. Ah, okay, alles klar. Okay, da wären wir auch schon beim Bauernhof-Aspekt des Spiels. Wir sind Selbstversorger. Und müssen hauptberuflich Monster verscheuchen. Klingt auf jeden Fall interessant und vor allen Dingen sehr spaßig. Ich liebe diesen Stuff. Wie schön perfekt die Musik endet. Ach, schön. So, das ist das Feld. Oh je, oh, es glitzert sogar schon so schön. Okay, Priscilla. Dann erkläre ich dir jetzt einfach mal, wie die Feldarbeit funktioniert, okay? Nö, passt schon. Oh, wirklich? Meine Güte, habe ich was Falsches gesagt? Bist du sicher, dass ich dir nichts erklären soll? Naja, vielleicht doch. Oh, okay, da bin ich ja froh. Ich hatte schon befürchtet, dass du mir vielleicht nicht zuhören willst. Oh, sie macht sich ja Umstände, um mir zu helfen. Sehr schön. Am meisten lernt man, wenn man die Sachen einfach selbst ausprobiert. Hm, würdest du dieses Feld für mich umgraben? Ach, ich würde ja gern. Hm, aber ich sieht's aus wie Kraut und Rüben. Ich will ehrlich sein. Um dieses Feld hier hatte schon sehr, sehr lange niemand mehr gekümmert. So rum. Ach, also sollten wir zuerst wohl etwas aufräumen. So. Ach, kannst du das ganze Unkraut und die Äste mit dem A-Knopf aufheben und alles in die Versandkiste da drüben werfen? Oh, das kriegen wir hin, oder? Kann ich sogar den Stein mitnehmen? Ach, herrje. Kann ich den auch hier so mit... Oh, Essen kann ich es auch platzieren. Ich kann sie auch einzeln reintragen. Wo ist denn die Versandkiste? Versandkistileinchen? Wo bist du? Ach, da. Ich kann es doch alles auch bestimmt auch mehrfach mit Y wegstecken, oder? Nein. Essen? Na, Essen will ich das ganz bestimmt nicht. Hm. Das muss ich schon bestimmt nicht alles einzeln machen, oder? Oder lerne ich das noch? Lässt du mich erstmal hier doof hin und her laufen? Kann ich auch direkt auf die Kiste zugreifen? Okay, der Inhalt wird jeden Morgen um 8 Uhr abgeholt. Geschätzte Einnahmen 30G. Wir gucken mal rein. Cool. Da ist ja schon einiges. Die Frage ist, was soll ich jetzt alles reintun? Man konnte auf jeden Fall das Zeug mit irgendeiner Taste doch... Man konnte das doch mit irgendeiner Taste doch einstecken. Ich muss doch nicht jedes Mal hin und her laufen. Oder vielleicht erklärt sie mir das noch. Es kann natürlich wirklich sein, dass sie mich erstmal wie so ein Dulli hin und her laufen lässt und dann sagt, ach ja, übrigens, du kannst das so und so machen. Und ich denke mir dann so... Oh, Priscilla, du bist so gemein zu mir. Gut, dann werde ich hier mal ein bisschen aufräumen und würde vorschlagen, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen und uns dann somit ja, genauer die gesamte Feldarbeit gemeinsam anschauen. Dann bedanke ich mich bei euch dafür, dass wir, wie sie das hält, dass wir uns das bis hierhin gemeinsam angucken konnten und freue mich dann, wenn es wieder heißt, Yume Let's Play Rune Factory 5. Der Teil, auf den ich schon viele, viele Jahre gewartet habe. Yay!